Zeig mir, was Was vor hier. uns liegt. Toll, irgendwo hinter der Mauer, wo ich es nicht sehe. Sag mir, schuldest du denn bitte eine geistliche Schwester als eiskalte Killer? Ja! Das ist eine sehr gute Frage. Was weißt du eigentlich? Hä? Ich? Gar nichts. Okay, was soll noch mal wissen? Ich kann ein bisschen Chemie, aber das war's auch schon. Vielleicht sollte ich mich hier lieber vermummen. Du halt so, als wärst du krank. Ich kann das. Hier bricht der Blutegel seine Beute auf. Bitte, bitte. Meine Tante war hier wegen ihres Hustens. Sie kam nie zurück. Es ist Tage her. Ich muss sie sehen. Geh weg und lass dich hier nie wieder blicken. Ich muss hier mal durch. Du gehörst Odin! Ach Mann, du hast mich gar nicht gesehen. Oder hast du Augen unter deinem Mantel? Weg da, Frau. Frau, du bist im Weg. War das nicht? Hey, was geht? Bei Freyas Zöpfen. Ich schwöre, es geht mir schon viel besser. Ganz ruhig. Aus dir spricht das Fieber. Die gute Schwester wird dich heilen. Ich will hier nicht sterben. Ich bin für Größeres bestimmt. Du wirst nicht sterben, mein Lieber. Au, 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 au. Ich bin unauffällig. Ups, hat den Blutegel getötet. Ach, ich schnauze. Ach, da oben! Penner. Schnauze. Ups. Klappe. Danke. Geduld ist keine Schande. Ach, ich klappe. Nerv mich! Penne noch mehr nicht. Ich habe es fast vollbracht. Das genügt. Ah, du bist es. Was die Toten angeht, die wir sammeln, liebe Schwester,
stehen wir beide und sind nichts nach. Wie im Gefallenhaus. Ich habe nicht mehr mitgezählt. Ich schätze, meine Forschung machte mich gierig. Nicht mein Mangel an Mitgefühl. Die Alten, die Gebieter, sie fügten uns aus einfachen Teilen zusammen. So leicht zu brechen, so schwierig zu flicken, das muss doch besser gehen. Wir sollten stärker, schneller und klüger sein. Ich hätte uns flicken können. Ich hätte uns verbessern können. Wir sind Blut und Knochen und Geist, Friedeswitt. Perfekt, so wie wir sind. Ja, sie hat mich perfekt genannt. Du hast so schöne Augen. Ja, war gut. Was willst du denn? Oh, Loot. Du bist nicht annähernd. Was willst du? Ach, Mann. Klappe. Ich gehe vor. Tust du? Komm mit. Bin ich da? Lass mich doch mal durch. Mann. Pack doch mal deine Axt weg. Danke. Hi, Bautzi. Vertraue darauf, dass du meine Regner findest. Sie ist mein Ein und Alles. Hey. Jetzt kann ich nicht mehr mit ihr reden. Ach. Die haben sauber gemacht. Schicker Stuhl. Boah, ist das hell. Ich bin falsch. Na gut. Tachchen. Ich laufe hier nur lang, das ist alles völlig normal. Ich, ja. Was? Was machst du denn? Ach, Betrunkenen anlocken. Nee, jetzt nicht. Es ist vollbracht. Ah, der Blutegel ist ausgeblutet. Hat er ja auch einen Namen? Eine Nonne mit dem Namen Friedeswitt. Was? Die gute Schwester? Das kann nicht stimmen. Sie war eine Heilige, eine Heilerin und... Götter, diese Woche ist wie ein Mosaik aus Scheiße.
Du kanntest sie? Sie half mir. Ein gebrochenes Bein, ich dachte, ich verliere es. Aber nicht mit Friedeswit. Man sieht nicht mal, dass es hier gebrochen war. Ab jetzt rinnt der Sand rückwärts. Ohne sie kehren wir wieder zur Vier-Säfte-Lehre zurück. Und das alles dafür. Geheimnisse der menschlichen Form. Wie sie Leben gerettet hat. Und wie sie sie beendete. Vielleicht die Raserei einer Wahnsinnigen. Es gibt nicht für jedes Problem eine saubere Lösung. Wohl wahr, das stimmt. Mein Ruf beruht darauf, dass ich harte Lösungen finde. Ich kann damit leben. Das war ihre Lösung. Sie schrieb all ihre Ideen und ihre unredlich verdienten Einsichten nieder. Ich würde dieses verfluchte Machwerk verbrennen. Siehst du das auch so? Man könnte es doch benutzen, um Leuten zu helfen. Also sie hat halt viele Leute umgebracht, aber man kann damit ja auch Leuten helfen. Es enthält Heilmittel für alles, von Furunkeln bis zu Knochenbrüchen. Wir sollten es behalten. Wir führen Kriege, um die zu retten, die wir lieben. Und wir zahlen dafür in Blut. Dieses Buch, es ist das Schlachtfeld der guten Schwester, ihr Königreich. Vielleicht hast du recht. Wir können die Toten nicht zum Leben erwecken, aber vielleicht waren ihre Opfer nicht umsonst. Wenn du mich brauchst, ich bin in der Paulskirche und suche nach Hinweisen auf den Kompass. Danke für alles, Broger. So, und jetzt auf den Kompass warten, oder? Oder wie läuft das jetzt? Was sagt, ich soll da hinten hin? Okay. Ja, was? Ach so. Jedes Witz Arzneibuch, ey, kann ich ja so lesen? Lesen, lesen. Auszug. Wenn jemand Blut hustet, müssen 3 Münzgewichte Betonie eingenommen werden, die in Ziegenmilch zerstoßen wurde, je 3 volle Schüsseln 3 Tage lang. Wenn einer zu stark aus der Nase blutet, nehme man frische... Ach, Betonie, Entschuldigung. Und Weinkraut. Zerstoße dies in Essig, bringe es aus und führe es für einen Tag in die Nase ein. Gegen Schmerzen in der Brust findet man Gottes Gnadenkraut und Kümmel und koche dies 1 Stunde lang in klarem Bier. Dann trinken. Bei Übelkeit koche man Weinkraut und Wermut sowie Eibisch und Helfkraut in Bier, gebe Honig zum Süßen hinzu und trinke es so warm, wie das Blut eines Mannes ist, und zwar so oft wie eben nötig. Siehst du, das kann uns bestimmt noch helfen. Tachchen aus dem Weg. Ich darf ja nicht erwischt werden. Schon wieder. Ich darf gefühlt in jeder Ecke dieser Stadt nicht erwischt werden. Weg da. So, war kurz baden. Zumindest meine Füße. Muss reichen. Wo ist denn der Eingang? Da nicht? Hier auch nicht? Die gute Schwester wurde ermordet. Doch. Wo waren deine Wachen? Hörst du mich, Erke? Ihr Blut klebt an deinen Händen. Sorry, Erke. Draußen sind ein paar mürrische Besucher. Ava, wir haben dich nicht gehört. Wart ihr heute schon mal draußen? In den Straßen braut sich irgendetwas zusammen. Ich hörte sie rufen. Der Tod von Afgos und Friedeswit hat viele verärgert. Dann hoffen wir mal, dass der Kompass unter ihnen ist. Daran zweifle ich nicht. Doch sind wir für ihn bereit? Wir sollten uns auf den Kompass konzentrieren. Alles sammeln, was wir wissen, und offen auf den Tisch legen. Aye.
Ja, dann. Wir ließen fliegen den Federstock und trockneten der tückischen Tinte Fass. Nun warten wir, dem Wolfe gleich, auf ihres rachsüchtigen Herrn und Rinnsalreiters Wiederkehr. Schön, schön. Da hat wohl jemand von Odins Met getrunken. Was beschäftigt dich, Stowe? Wir wissen, dass der Kompass ein Seemann ist, ein Schiffsführer aus dem Frankenreich. Und er wird nicht gerne hören, dass sein Schiff ein Leck hat, sozusagen. Nach dem Tod des Blutegels und des Pfeils wird er sich rächen wollen. Nur wissen wir nicht, wie oder wann. Abgesehen davon bleibt dieser Mann unsichtbar. Ein Feigling, wenn du mich fragst. Rennt in eure Hölle, ihr verfluchten Gräben! Wir sitzen fest! Gibt es noch einen Ausgang? Der Turm! Da ist ein offenes Fenster, an das sie nicht rankommen! Ich gehe hoch. Such du einen anderen Weg. Toll. Ui! Eivor, lauf zum Kirchturm! Wo ist der Turm? Die Frauen hier spinnen noch für uns, Stowe. Ui! Fuck! Ey, boah, wieso? Ach, Mann! Oh ne, warte, ach, Frau! Pfeile. Kommt mal ein Ausgang. Mist. Doch kein Ausgang. Ah, guck mal, da geht's hoch. Da hätte man ja schlau sein müssen, um das zu sehen. Uiuiui. Mau. Ich lebe. Ah, lüften. Die Fackeln halt einfach alles nieder. Warte, Totschlag. Leute, die Tür ist offen. Ja, Tür ist offen. Lobt! Atmen. Atmen den Kopf. Tot. Next. Das waren jetzt alle. Ja. Wir aus diesem Inferno? Inferno? Wo? Ist doch schon fast wieder aus. Ich höre entfernte Schrei. Halbstadt im Aufruhr. Die Stadt überblicken. Im Hafen liegt eine neue Flotte vor Anker. Der Kompass. Das Schwein. Wenn wir die Rutten bemannen, die Afgos gebaut hat, könnten wir einen wahren Pfeilhagel auf sie niederprasseln lassen. Ich würde eher die Flanke nehmen, um dieses Heer zu umgehen und die Boote zu erreichen. Wenn wir der Bestie den Kopf abschlagen, werden die Männer des Ordens leicht zu besiegen sein. Ha?
Hi. Ich müsste die Roten lieber auf unserer Seite. Ich folge dir, Stowe. Hoch auf die Befestigungen. Wir lenken ihr Feuer ab. Was auch passiert, heute Nacht endet es. Möge Gott unsere Schwerter lenken und uns den Rücken decken. Wird nicht leichtsinnig, Stimme der Vernunft. Wir sehen uns, wenn es vorbei ist, Erke. Verlass dich drauf. Folge mir auf die Befestigung, Eivor! Wir haben keine Chance! Hast du jetzt Fragen auf Zeit sind? Help, Lord, Lord, Lord.